Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelwertesektion Informationsdata am Mittwoch, dem 24. Juni 2015. Und Freunde, denken Sie dran, heute 10 Uhr IFO Geschäftsklima in Deutschland plus 14.30 Uhr Bruttoinlandsprodukt in den USA, erstes Quartal. Wir schauen auf den DAX, der vorbörslich, ja, 2 Minuten vor Börsengewinn beginnt bei 11.550 Punkten, also in etwa im Bereich des Schlusskurses von gestern notiert. Gestern nochmal plus 0,7%. Was hatten wir gestern miteinander besprochen? Dass der Markt hier das Potenzial hat, eine Fortsetzung zu machen. Aber bitte beachte, bei 11.600 bis 11.620 wartet die horizontale Zone. Unterstützung, Widerstand, Unterstützung weggebrochen. Das ist ein potenzieller Widerstand. Dazu die 50-Tage-Linie. Deswegen ist das hier eine Widerstandszone. Wir schließen exakt unterhalb der 50-Tage-Linie, berühren auch noch die obere Widerstandszone, kommen aber zunächst einmal zurück. Wenn wir uns das Ganze auf Stundenchartbasis anschauen, wir haben hier einen Trendkanal bullisch aufgelöst. Gleichzeitig haben wir hier noch eine offene Lücke, die gerade ruft. Plus, wir haben hier immerhin eine 850-Punkte-Bewegung hinter uns gebracht. Was gibt es jetzt hier für Wahrscheinlichkeiten? Wenn wir uns klar machen, dass wir nicht nur diese horizontale Widerstandszone haben, dass wir nicht nur die 50-Tage-Linie als Widerstand haben, dass wir hier schon längere Zeit gelaufen sind, sondern dass wir auch noch warten, ich packe noch einen drauf, die 20-Wochen-Linie, die hier Unterstützung, 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 Unterstützung war, wegbrach und dann zum Widerstand wurde, jetzt wieder per Wochenschlusskurs potenzieller Widerstand ist, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass die Bullen so mir nichts, dir nichts in Hurra-Manier hier weiterlaufen. Das ist die am wenigsten präferierte Variante. Die andere Möglichkeit ist, die Bullen ruhen sich hier einige Tage aus, machen eine Art Seitwärtskonsolidierung und machen dann eine Fortsetzung. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, der Markt macht ein Pullback. Die absolute Minimalvariante eines Pullbacks, was immer noch eine übergeordnete Seitwärtsphase wäre, diese Lücke zuzumachen und in Richtung 11.440, 11.400 Punkte zu laufen. Das ist so die Minimalvariante. Die Zwischenvariante 11.320 mit der 200 Stundenlinie und hier die Zone bei 11.280 und Maximalvariante, sogar kurz unter die 20-Tage-Linie tauchen an die 11.200, aber eher wahrscheinlich, dass spätestens hier zwischen 11.330, 11.280, wenn wir mit dem Pullback arbeiten, die Bullen dann wieder Kraft finden und wieder eine Gegenbewegung machen. Wenn wir unter die 11.100 fallen, dann haben die Bären wirklich dieses bullische Bild kaputt gemacht, dann ist es neutral unter der 11.750, dann gibt es sogar die Möglichkeit, eine Fortsetzung zu machen in Richtung 10.300, 10.200 Punkten für den heutigen Tag. Potenzial nach oben, rein technisch gesprochen, eher begrenzt. Wenn wir uns also klar machen, okay, der Markt könnte ein Pullback machen, gestern haben wir uns unterhalten darüber, was BMW für ein Pullback machen könnte. Jetzt die Bayer-Aktie, die hat ja, hatten wir uns ja auch darüber unterhalten gehabt, hier im Bereich von 120 eine horizontale Unterstützung, 200-Tage-Linie als Unterstützung plus eine übergeordnete Unterstützungszone über die Woche. Jetzt haben wir die Unterstützung gehalten, machen eine bullische Bewegung, lösen die trendbegrenzende Linie bullisch auf und haben hier auch eine nicht saubere Einboden, Nochenboden, Nackenlinie, horizontal, die angebrochene aufsteigende Trendlinie und wieder zurückeroberte hier in diesem Bereich plus 50-Tage-Linie. Für den Fall, sage nicht, dass der Markt das macht, dass wir hier wieder in Richtung 131,30 kommen, eine durchaus sehr interessante Unterstützungszone, um dann wieder etwas auf der bullischen Seite zu traden für eine Fortsetzung auf der Long-Seite. Wenn wir uns dann noch anschauen, Freenet, hatten wir uns darüber unterhalten? Hallo, bullische Seitwärtskonsolidierung, bullisch aufgelöst worden. Was mir daran ehrlich gesagt nicht passt an diesem Ausbruch, ist einzig und allein die Tatsache, dass diese Aktie so mir nichts, dir nichts in 5 Handelstagen 9% gelaufen ist. Deswegen bin ich vorsichtig, jetzt hier gerade diesen Ausbruch zu traden und würde es lieber sehen wollen, dass man entweder einen unsauberen Pullback macht, sogar wieder zurückfällt und wieder Stärke beweist, oder dass man hier in dieser Zone konsolidiert, zumal die letzte Ausbruchskerze gar kein Volumen hatte. Übergeordnet, Potenzial für eine Fortsetzung, jetzt gerade
möchte ich gerne abwarten, ob der Markt noch ein Pullback macht, bevor er eine Fortsetzung macht. Zumal ist das der Telekommunikationssektor? Ja, der Telekom-Sektor, schauen sich das an, das ist der deutsche Telekom-Sektor. Der ist hier, der Sektor selbst ist noch nicht ausgebrochen. Der ist zwar aus dieser Flagge ausgebrochen, aber wir haben hier noch kein neues Allzeithoch gemacht. Und deswegen Freenet für mich persönlich noch ein bisschen auf Watch und nichts, was ich jetzt sofort auf der Stelle auf der bullischen Seite traden wollen würde. Bertrand, ouch, ach, das tut mir weh. Um 50 Cent hier unten ausgestoppt worden. Das Gute aber ist, dass der Markt das macht, was wir für wahrscheinlicher befunden haben. Keilformation bullisch aufgelöst worden, jetzt aber 50. Tagelinie als potenzieller Widerstand und hier diese horizontale Zone bei 124. Für den Fall, dass der Markt ein Pullback macht und hier einfach nochmal in diese Zone kommt, eine Berührung findet, hier mit dieser horizontalen Zone, hier Unterstützung, weggebrochen, Widerstand. Für den Fall, dass also die Zone um die 118,50, möglicherweise 117,30 nochmal testet und sie bestätigt, wiederum interessant, für eine Fortsetzung in Richtung 126. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, ist Silvio nachher für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und selbstverständlich gibt es heute Abend der Ausblick auf die Rohstoffe und auf die Devisenmärkte. Und was habe ich vergessen? Denken Sie dran, gleich kommt noch IFO-Geschäftsklima und heute 14.30 Uhr Bruttoinlandsprodukt der Amerikaner. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen, na klar, einen erfolgreichen Handelstag.